Ist es eine? Ja. Ja, ich hab dich auch gesperrt. Nee, du kannst dich nicht selbst sperren. Ich hab dich gesperrt für 60... Genau, für 600 Sekunden. Jetzt auch wieder entfernt. Also, ich weiß nicht, wo du dich rumtreibst, werte Dame des Hauses. Sowas wird hier nicht gerne gesehen. Schau, ob du noch schreiben kannst. Ich hab dich wieder entfernt. Ja, okay, passt. Seht ihr mal, wo sich die Usche rumtreibt. Deswegen haben wir auch immer Stress. Was? Ich treibe mich auf der anderen Seite rum und sie verfavorisiert die Seite. Keksi. Natürlich, ne? Immer wenn ich ihren Monitor betrachte, ist 1000 Tabs offen. Immer 20 von denen hier. Und dann sowas hier. Ne, ich hab meine letzte Seite. Ich würde da nie auf so eine gehen. Ich bleibe treu. Ich stehe dazu. Kappa. Ich kann die ganzen Sachen, die ich hier sammle, gar nicht looten, ja. Hab ich nie gesagt. Scheiße. Ich kann jetzt gerade nicht alles lesen, es sind gerade zu viele Mobs hier, aber es wird schon passen. Müsste vielleicht stehen, irgendwie Gex oder so, Shadi oder wie auch immer wer. Ist mit Nüssen mal der Shadi, ja. Falls es noch kommt. Jetzt musst du noch herausfinden, was mit dem anderen. Kein Mana hier. Natürlich, das hast du mal anderen auch mal gemacht, Gex 2016 oder so. Ich kann ja grinden und viel looten, aber ich schaff das. Frittieröl kann ich kaufen. Egal, Enter, weg damit. Oh, das ist schon besser. Cool. Ja, sicher. Nichts gibt's umsonst, weißt du ja. Kriege Spinnennetz kann ich auch weghauen. Die ganzen Dinge behalte ich. Ja, irgendwie schon, gell? Irgendwie schon. Keksi, weißt du, was ich vorhab? Wir machen uns beide einen neuen Badnet-Account und machen eine Lore-Master. Was hältst du davon? Mit Charlie zusammen. Die kennt ja das. Das ist alles. Kann uns ja dann guiden. Bitte auf der anderen Seite, ist kein Problem. Aber da, an der Hinterpforte lasse ich lieber meine Zunge weg.
Erstmal. So, ich kann einen von alle umgenau fast. Müsste bald Level abgeben. Wenn du möchtest, kann ich das werden für dich, Kekse, wenn du das brauchst. Ich meine, das wird doch eine Aufgabe. Das habe ich nie gesagt. Ich würde sowas nie sagen. Nope. Das ist alles gelogen, betrogen. Doch, hast du das mit den Nüssen gesagt. Doch, sag, was ich doch was von dir ist, siehst du? Genau, diese Kommandos von Nightbot auf das Ding übertragen. Doch, du nimmst immer Nüsse, ne? Bruder. Ich bin 24 geworden, kann ich gleich mal hier die zwei Spells lernen. Muss noch aus dem Kampfgebiet raus. Erstmal noch ein paar killen. Kann ich nicht looten, das ist Halsschmuck eines Nagern. Ja, was soll ich denn dafür wegschmeißen? Ach, die Angel haben nicht, das ist der Fisch nicht. Giftstängel, 10 eintauschen gegen 500 Silbermünzen. Restlick für den genauen Tausch. Also kann man alles hier eintauschen, oder was? Echsenblut. Gewinnung mit einem Flüssigkeitsbesch... Ui! Hinter mir! Ich muss hier lesen, wenn ich im Kampf bin. Nein, ich sag sowas nicht. Du bist schuld. Subaya, grüß dich! Schön, dass du da bist. Ich muss kurz zur Straße, damit ich hier... Damit ich hier die neuen Spells lerne. Ich danke dir für dein Follow, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München. Schicke ich dir direkt nach Hause, einfach so ganz frech, aber ganz frech, mein Freund oder meine Liebe. Ach so, jetzt Fresssack Schade wieder am Werk. Ich komme nicht raus. So, kann ich kurz meine Spells hier lernen? Nee, Moment. Wenn ich schon nicht nett bin, Hauptsache der Chat ist es. So, jetzt muss man kurz nachlesen, was er noch geschrieben hat. Glitch, kannst die Fischfüße dann abgeben bei so einer Dame, wenn du 150 hast. Kannst, okay, das habe ich jetzt gesehen. Hier, mit 24 bekommst du beide Schild-Updates sozusagen auf Stufe 2 und den Ultimate. Soll es jetzt Schildwurf mit 24 ganz im Moment? Schildwurf updaten und irgendein Ultimate namens Wirbelschild, Kette Wirbelschild oder so. Und wenn du glaubst, dass das schon alles war, es geht noch weiter, Subaya. Schauen wir mal, mit K. Emels, ich und ne, Valkyren, Streichtreiben, Hieb, Schuhe, das Vertrauen, Hieb, Schildkonter, Schildstoß, Schildwurf Teil 2 auf jeden Fall. Kette, Wirbelschild, genau. Schildwurf 2, Teil 2 auf jeden Fall. Nett gemeint, Kette, Wirbelschild, was macht denn das genau? Alles klar, Copy, habe ich gelesen, ja. Braucht er einen Vertrag von mir oder kannst du das auch machen? The Elder Scrolls. La Lydia. Skyrim, ist es der?
Achso, 29 Tage, ja, hast du schon gemacht, alles klar. Mhm. Standardvertrag, gut. Nee, du bist bei mir noch. Bist bei mir noch. Ding. Ich habe schon früher getimeoutet, damals den einen Ding gemacht. Das war nicht. Ich habe dich schon wieder umgemacht. Bei mir jetzt noch kein einziger Chat registriert. Tja, Shadi Shadi hat komische Seiten hier gepostet. Das wollen wir nicht. Oh, immer diese nervenden Weiber hier. Mensch, Priya. Jo, kann ich machen. Ich kann den Server runterfahren und neu starten. Ja, runtergefahren wird schon nichts passiert seit letzter Stunde. Also Mensch, immer diese Vibesbilder hier. So, was haben wir denn für eine Mod hier? Advanced Architecture, okay. Ja, sind schon 5 Stück. Dabei habe ich das schon gemacht vorhin hier. So. Ist, ja, mache ich. Add Copy Kill Scout. Habe ich gemacht. In 3 bis 5 Minuten ist das aber wieder erreichbar. Na? Da. Hab ich gemacht. Ich wollte es mal schauen wegen den Skills. Moment. Was hat er gemeint? Irgendwas mit Wirbelgedönse. Hier, Kette, Wirbelschild. Was ist das? Vorhergehendes Talent, Schildwurf 1. Wendet KP, um den Schild mit einer Drehbewegung auf den Gegner zu schleudern. Wow, echt? Nochmal Schildschleudern oder was? Rechte Maustaste während Schildwurf gedrückt halten. Das klingt interessant. Das Schildwurf ist eh genial. Und schau mal, wie das macht. Ich mache Schildwurf. Ja, und dann rechte Maustaste gedrückt halten. Ach, das dreht das Ding, das Schild. Boah, musst du doch noch mehr Schaden machen. Bitte, Priya. Schau mal, ob du wieder Mod bist und du schreibst. So, bei mir. Bei mir ist es überall. Aber ich hab dich schon wieder gemoddet. Namen klicken. User. Moment. Add the move from Igna. Add the mode to moderator. Ah. Die Anzeige wieder weg hier. Chat message. X. Mach nochmal. Zack. Zack. Ist already Moderator. Ist schon. Ich kann das nicht nochmal machen. Das ist schon. Also rechte Maustaste drücken wir einen Schildwurf. Das Schild dreht sich dann. Gucken wir mal. Also ich habe ihn eingeladen, du. Ich mach nochmal. Anscheinend hat es nicht geklappt. Guck mal, Einladung. Weil bei mir war Hardy auch nie an Mod. Und Charlie haben wir auch schon aufgehört, ja.
Commands, Custom Commands. Okay, ist drin, wunderbar. Next. Previous, da, hier ist es. Genau, das Kommando halt umschreiben auf den, auf den, auf den anderen Board hier, glaube ich dann mal. Was, die tragen betrunkene Freunde nach Hause, wenn sie zur Hacke wandern. Ach so! Ja, ja, weil die ja wirklich viel auch tragen können und schwere Sachen tragen können. Hallo! Also ich habe eine Tastatur. Eine rote. Mit einem Smiley drauf. Nuts. Dann habe ich eine Maus. Die leuchtet, glaube ich, blau jetzt wieder. Komisch, vorhin war sie doch rot. Okay, leuchtet blau. Das zum Beispiel. Und das habe ich angeschlossen an einen Computer. Die genauen Specs sind da unter dem Stream. Da, ne? Wie wird denn mit so einer Flagge? Ihr Schweine wedle mit eurer Flagge hier. Ist doch voll pervers. Ich kann auch mit meinem Ding wedeln, ne? Aber dann bleibt ja nichts mehr. Dann vibriert die Erde. Ein neuer Freund wurde gewonnen. Habe ich einen davor verloren? Gibt es Pizza-Bringdienst mit Smiley als Werbung? Sind super stark und haben ein großes. Was? Warum? Chat Messages, cool, kann man echt alles lesen. Da. Muss Chat aufmachen und dann daneben ist ein M und ein S, musst auf S drücken. Chat aufmachen, achso. Oh mein Gott. Das kann ich mit meiner Fahne hier. Was ist denn das? Entschuldigung. Ja, es gibt winken, begrüßen, lachen, schüchtern, wütend werden, Entschuldigung, überrascht, Applaus, ablehnen, warte, weinen, willkommen. Zögern, sieht aus wie Kotzen hier. What the fuck? Ja, das ist aber ein rotes Smiley. Das ist doch keine Schleichwerbung hier. Pizza-Profis kenne ich gar nicht. Dann. Willkommen, zögern, rufen, loben, folgen. Nutzungsbedingungen, Abstufe 25 verfügbar, höflich. Welches Emote ist denn das? Hallo, Stichwort 3. Guck, man kann die ganzen Emotes hier anklicken. Achso, mit der Frage runter. Achso, ach, da kann man noch scrollen. Oh Gott, hier, da. Ach, jetzt hat. Oh mein Gott, slash Flagge. Geht ja. Mhm. Werbung und nicht. Nicht Sprint. Ja. Schon eine klugscheißerisch hier. Stimmt, das ist ja Schleich. Aha, aha, aha.
Jetzt kann ich hier wie so ein Psycho hier rumstehen. Guck uns mal die Uschi da an hier, die neu ist hier. Kumpel von Copy. Ich brauche Foto. Ich brauche Foto am besten und Unterwäsche. Ich brauche von jedem Mitglied von uns Foto und Unterwäsche. Ja, er grinst auch so. Muss sagen, Copy, deinem Kumpel, treffen irgendwann im Haus Unterwäschefotos. Brauche ich von jedem von unseren Gildenmitglied. Das ist ganz wichtig. Das ist eigentlich, erst dann darf man aufgenommen werden. Wenn Gex ein Foto hat. So, von vorne und von hinten. Natürlich. Mit und ohne Klamotten. So. Cool. Lydia Skyrim. Okay, jetzt sehe ich sie erst, Lydia. Habe ich jetzt 150 schon von dem? Nee, noch nicht. Noch 12 brauche ich hier. Ja, ich ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Das hatten wir schon gestern. Ich habe auch keine Unterwäsche an. Nein, sonst spielt man ja nicht anders hier. So spielt man halt hier. Das kriegst du so nur 6. Ja, so schon. So habe ich es auch schon bekommen, dass man selbst angesprochen wird. Aber wie wird man angesprochen, wenn man sagt zum Beispiel, der Bot gibt dem? Das habe ich noch nicht geschafft hier. Ich schaff's, dass du dir selbst eine Pizza nehmen kannst. Zum Beispiel unter Ausrufezeichen Pizza ans. Die Bot gibt dir eine Pizza, aber wie ist es, dass du dem anderen eine gibst? Hier, Gex gibt dem eine Pizza oder so. Dem anderen oder ja, es gibt ja da User 1, User 2. Ich habe mir das schon mal kurz das durchgelesen, aber ich dachte, da du ja IT-Profi bist und offen bist für solche Fragen und sowieso immer wieder in solche Gespräche verwickelt wirst, ob Mann oder Frau, ist das genau dein Ding. Hab ich nicht, Erdbeerkäse, es tut mir zu teuer. Kurz ein bisschen. Ich will mal den neuen Ding dann Spell testen hier. Wer ein Schild auf rechte Maustaste drücken? Hat nicht geklappt, what the fuck? Wieso nicht? Wieso geht es nicht? Oder hat er es gemacht? Mal kurz nochmal schauen hier, wie das da steht. Konditionstraining muss ich auch noch machen. Hier. Plus 10 LP und Magieverteidigungskraft plus 1. Yay, yeah, 553 Leben. Super. Gedrückt halten. Hab ich eigentlich gemacht? Oder ich hab, weißt du, was ich noch gemacht habe? Ich hab nach vorne W gedrückt. So gegen Mitternacht, dachte ich mir. Also ist es nicht fest die Zeit, kann plus minus ein paar Minuten sein, aber so gegen Mitternacht dachte ich mir das. So in der, sag ich mal, in der Hälfte des Streams. Machen wir mal, warte. Mal noch ein paar Gegner hier, da. Wenn ich rechts gedrückt halte, dann macht sie immer das hier. Das war schon rechte Maus gedrückt halten, oder? Dreimal in Folge. Ja, das geht. Wenn du das beim Autorennen schaffst, dann ist es schon besser. Muss ich vielleicht erst später drücken, oder wie? Warte mal. Alles klar. Bringen wir was mit? Wollen wir mal kurz lesen. Das Ding heißt Wirbelgedönse. Da ist doch das... Oh Gott, wo ist das? Du Scheiße, diese Skillbäume. So, mal schauen. Ich habe das gelernt, das muss ich es wiederfinden, wenn ich das Video nochmal anschaue.
Schildschlag. Ich dachte während des Schildwurfs dann das machen. Oder das ist beim Schildschlag. Höflin! Gute Nacht! Schlaf schön! Wo ist dieses Ding? Alter. Himmelhieb, ich konnte recht hier. Da ist zum Beispiel Schildwurf 2. Es musste irgendwie in Verbindung sein mit dem. Kette Wirbelschild, da. Habe ich überhaupt gelernt? Habe ich doch gar nicht gelernt, schau. Ich wollte es lernen, ich habe es nicht gelernt. Deswegen geht's auch nicht, schau. Siehst du? Nicht gelernt habe ich's. Jetzt habe ich's erst. Also man sollte schon erst lernen, bevor es überhaupt geht. Man merke sich. Ja. Echt sehr scharfsinnig von mir. Ich mache da mal mit. Gut, jetzt schauen wir mal. Ja, ich habe halt nur gelesen und das Video geschaut und nicht geklickt. Passiert. Hä? Ich muss noch ein bisschen warten. Lass uns mal kurz hier schauen nochmal. Also er macht Shift Q, so wie ich. Oder SQ halt. Genau. SQ und dann... Ah, das war's. Das war jetzt das, oder? Warte mal. Das steht normalerweise da, dass ich es gemacht habe. Jawohl, krass. Bank heißt und das gewonnen. Wenn jetzt Kekse da gewesen, hätte er auch gewonnen, Auto 8. Also, SQ und dann... Hat er gemacht, gell? Das Ding hat sich gedreht. Ich dachte nur, er steht in der Combo-Leiste, aber es müsste passen. Nochmal. Ja, es dreht sich länger. Da. Ja, so müsste es sein. Normalerweise ist das Schild ja gleich weg. Na gut, die sind jetzt schon tot, das ist halt... Also ist das Ultimate vom Schild, oder wie? Ja, das ist dieses weiße Ding, das dreht sich also schnell das Schild. Müsste passen. Ah, nice. Gut, bei einem ist jetzt egal, aber... Okay, passt. Das finde ich schön, dass man das noch kombinieren kann. Das ist, ja, lieber in Kombination ein Spell ausführen, anstatt noch einen komplett neuen zu lernen. Nennt man sowas Combo? Kappa? Das ist nur eine mal. Komm mal, du auch. Komm her. Ja, passt, müsste gehen. Kette da. Ja genau, das heißt also Kette Wirbel, was? Wie heißt das? Kette, Kette Wirbelschild. Ja, habe ich das noch offen? Ich glaube nicht hier. Nee, also es ist so, Nats. Das Glück ist eine Hure, musst du wissen. Man kann Glück haben im Leben, man kann aber auch Pech haben, man kann noch mehr Pech haben. Das ist anscheinend hier passiert. Einfach weitermachen. Nicht unterkriegen lassen. Läuft schon. Ich bin jetzt gerade bei den Low-Mobs hier. Ich wollte eigentlich nur testen. L
Lass mich mal zu meinem komischen Pferd hinlatschen. What the fuck? Ja, die Spells sind halt schon krass, die Range Spells. Boah. Das ist echt interessant. Na? Ich brauche 150 von diesen komischen Viechern, ne? 155, okay, passt, dann schauen wir mal. der ist super, der Spruchschlücher. Der ist echt gut. Was ist denn das für ein hässliches Vieh? Hey, ich will das als Haustier haben. Ein Moraster, der schaut da knuffig aus. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Krass. Ist ja cool. Was hat der? Ein Langschwert eines Zwergs. Ist aber pervers. Nice. Ja, dann weiter geht's. Komm. Lauf, wo du hin musst. So, dann da oben hat Eon gemeint, kann ich die abgeben und krieg 50.000 Silberlinge. Das ist ja nicht schlecht. Levelst ein bisschen, machst dann noch Kohle. Die scheiß Viecher da. Also, geh weg. Ja, auf den Server zu kommen ist natürlich besser, klar. Warte, wir haben da gesehen da oben, gell? War das das? Welcher Ort? Bei Glish. Bei Glish kann ich diese Dinger. Es war doch irgendwo Glish. Da. Da ist Glish. Dann gehen wir mal dahin. Mein Arbeiter müsste fertig sein, der Penner. Arbeiter, ja. Ist fertig. Dann machen wir mal eine Warteschleife. Ding mit Arbeitsgeschwindigkeit 1. Ich muss dann schauen, dass er vielleicht. Warte mal, ich musste schauen, dass er vielleicht mehrfach das wiederholt hat. Also irgendwie wurde mir gesagt. Guck mal dahin. Da hier. Ändern. Was für sich, der kann mir jetzt den ganzen Tag Weizen sammeln und dann Bier saufen. Man, gib mir hier dann Bier. Mach das halt mal. Was weiß ich. 9 Mal. Fertig. Höchstmenge ist 24. Wie 24? Achso. Ah, okay. 24. Der hat so viel Energie, gell? Ausdauer. Ja, dann lassen wir halt 24 machen, bis er halt tot umfällt. Bis er tot umfällt auf dem Weizenfeld. F, Enter und ja, mach mal hier. Lager ist voll. Wie das Lager ist voll? Ach, shit. Ich muss zum Lager. Schafft ihr den Scheiß gleich in mein Lager rein? Dann lasst mich mal kurz dahin gehen. Ich gebe das Ding ab. Die eine Quest oder ich hole mir die Silberlinge. Und reite dann zurück wegen Lager. Gedönse. Oder ich hole mir einfach noch ein Lager. Also ein Lagerhaus, damit ich mehr Plätze habe. Mal schauen. Taschen schon wieder voll. Ist halt genau ausbeuten, was nur geht. Was nur geht hier. Dann kriegt er nichts mehr, kriegt er nichts bezahlt, kann er wieder gehen. So. So läuft das hier.
Nicht, wenn es Bier aus weitergeben. Ja. Stimmt, stimmt. Wenn man Bier kriegt, ist es kein Ausbeuten. Logisch. Ich finde es halt lustig, dass man den Arbeitern Bier geben muss, damit sie halt weiterarbeiten können. Ich habe ja Bier. Und füllt man dann die Ausdauer auf, schätze ich mal. Deswegen baue ich ja Weizen ab, um denen dann Bier geben zu können. Also er hat ja selbst was davon. Er farmt ja für sich. Kann man so sehen. Da steht da, Englisch kannst du die Fischfüße dann abgeben bei so einer Dame, wenn du die 150 hast. Bei so einer Dame. Okay. Weiß jemand, welche Dame? Ihr müsst ein bestimmtes Voraussetzung erfüllen, damit NPC sein Wissen mit euch teilt. Ja, ja, dann halt nicht. Ich glaube, Keks ist sich besaufen gegangen. weil er so lang weg ist. Materialwarenhändlerin klingt gut. Was? How do you like my was? Achso, ich habe schon was falsch verstanden. Ihr edler Abenteurer, ihr seid wie ein Lichtstrahl. Ja, ja. Der dunkle, ja, du mich auch. Was? Krass, YouTube-Video gestartet zum Bot. Schmiert einfach mal das ab, the fuck. Die gehen eigentlich, die Videos. Ich hatte dem ja auch einige angeschaut. Hat sich ja krank geschlagen, oder was? Aua. Aua. Einsiedlerkrebsschere. 15 eintauschen gegen 500 Silbermünzen. 100 eintauschen gegen einen Elisha-Ring. Achso, ich kann ja doch rechte Maustaste klicken. Steht da genau, wo ich es eintauschen kann. Ich habe hier einen Saya-Schmuckknoten. Es ist rot für mich, warum auch immer. Ich kann es, glaube ich, gar nicht tragen, oder? Riese? Achso, nur für den Riesen. Ja, einfach verkaufen, oder was soll ich mit dem Ding machen? Weiß jemand, warum ich mir auf alles den King direkt... Ich weiß nicht. Hast du denn schon woanders einen Charakter? Ist das nicht begrenzt irgendwie? Oder haben sie da schon ein Limit rein, da der Server voll ist? Also gestern konnte man noch bei uns Charaktere erstellen auf Jodin. Jodini. Kann man denn irgendwas anderes noch machen mit diesen Typen oder soll man einfach nur verkaufen? Ein handgemachter Axt-Schmuckknoten aus hochwertiger Seide. Achso, hast gerade erst angefangen. Das ist dann komisch. Schon ein paar Mal außen eingeloggt und es nochmal probiert. Beschreibung, angemachte Axtschmuck und Gegenstand, Genauigkeit plus 5, Ausweichhärte plus 2, Schadensreaktion plus 2. Verstärkungseffekte, verbessert Ausweichen und Genauigkeit, Silber 9600. Boah, was anderes wüsste ich jetzt auch nicht, du. Also, bist jetzt der Erste, der sowas berichtet. Hat denn schon jemand so ein Problem gehabt? Kommen wir doch mal. Schlagen Ohrring verkaufe ich auch. Diese Kristalle kann ich schon nachher schauen, dass ich sockel meine Rüstung.
Achso, ich möchte nicht in das Kampfding muss ich rein. Wie alle Annalina hat sich ausgelockt, das geht doch gar nicht. Rechtsklick für genauen Tauschort. Sammlung einsehen, NPC Aufenthaltsort einsehen. Nee, das ist echt die. Toll, ich stehe genau vor dir. Tag. Ausleihen, tauschen, gar hier. Naga Schwimmfuß erforderlich, ja, tauschen. Ja, mach. Mhm, habe ich jetzt echt bekommen, die Kohle? Ja, habe wieder fast mein Startgeld von heute, nachdem ich, bevor ich halt hier den ganzen Schmarrn gekauft habe für die Tiere und so. Achso, es geht, okay. Hast gerade mal ausprobiert. Das ist komisch. Weiß gar nicht, ob es da ein Limit gibt. Hast du das Spiel hier eben geholt und dann direkt versucht zu erstellen, aber ist eigentlich egal. Ich meine, wir haben es ja auch alle so gemacht. Geholt und sofort erstellt. Gell, war schon Zauberei, Erdbeerkäse eben. Dachte ich mir auch. Kaum habe ich den Namen genannt. Spawnt der. Weißt du nicht, ich hoffe, vielleicht gibt es da Limitierung für neue Accounts. Kann ja auch sein. Ja, natürlich, mach, komm, verkauf. Ach so, du kannst gar nicht draufklicken. 2, 3, ja gut, es gibt ja nur 3 Server. Das hat nichts mit irgendwie EU oder NA zu tun. Den kann ich da hinten. Okay, 15 kann ich eintauschen gegen. Offenhaltsdienst NPCs anschauen, okay. Oh, das ist etwas weiter. Aber das ist ja voll praktisch. Also das finde ich cool am Spiel jetzt. Also. Du sammelst irgendwas und dann drückst du die rechte Maustaste und dann zeigt er dir direkt den Weg dahin, wo man das umtauschen kann. War bestimmt bis jetzt immer so, nur habe ich nichts gelesen hier. Ne, es gibt nur 3 Hauptserver. Ja. Was, 12 Server? Bist du denn vielleicht gar nicht auf EU? Normalerweise gibt es nur 3. Es gibt Jordine, es gibt Alustine, wie das Ding heißt, und noch einen. Oder Alustine. Ich glaube, 3 Hauptserver gibt es nur. Und das andere sind die Unter-Channels oder Unter-Server, keine Ahnung, wie man das dann nennt. Das ist fürs Pferd. Unerfahrener Arbeiter. Beschreibung: Vertrag eines unerfahrenen Arbeiters. Zugehörigkeit: Heidel. Ach, jetzt habe ich einen Vertrag. Ist das von meinem Arbeiter? Okay. Bei mir gibt es 12. Croxus, Jordine und Alustin. Ja, okay. Dann Croxus habe ich vergessen. Der Schlüssel für die Kiste. Die Sachen bin ich halt nie sicher, was ich mit denen machen soll. Was ist mit dem da? Beschreibung: Die harte Schuppe eines Sumpfnagers, die als Rüstung genutzt wird. Achso, vom Nager selbst. Alles bei einfach verkaufen hier. Toll, kann ich die gar nicht verkaufen. Will die Uschi gar nicht. Da muss ich anscheinend woanders das. Wieso soll ich ihr die Flöte ausleihen? Wer weiß, wo sie drin gehabt hat, die Flöte. Habt ihr mal im Ferienkämpfer? Oder Ferienlage, wie das Ding heißt? Ich kann ihr meine Flöte geben, wenn sie möchte. Christi, Schass Kalassa. Sag mal, Gex, kannst du mir vielleicht sagen, wie man verarbeitete Kohle herstellt? Oh, so weit bin ich noch gar nicht, das habe ich noch gar nicht. Geht es denn nicht hier, wenn du L drückst, hier irgendwas machen? Einfaches Kochen, einfaches Alchemie, hier einer dieser Produktionsaktivitäten, glaube ich. Copy weiß es bestimmt.
Und dann weiß ich es auch. Verarbeitete Kohle herstellt. Ich wüsste nur hier, oder ist es halt woanders? Mal schauen. Es gibt einige sehr pfiffige hier, die viel, viel mehr wissen. Ich fuchs mich da selbst noch durch. Ich glaube, ich werde in ein, zwei Monaten den Spruch immer noch sagen. So, dann haben wir hier. Ja, was weiß ich, Herkunft, Investor, Beschreibung, rechte Maus, also kann man nichts machen. Was ich kann. Hätte dir meine Flöte geben, wenn du möchtest. Haha, nee. Jetzt ist schlimm. Jetzt muss ich echt aufpassen, wenn das alles notiert wird hier. Muss ich echt aufpassen. So, Erdbeerkäse hier. Aber gut, wenn Keks hier jetzt nicht zuhört und nicht aufpasst, dann endet das auch nicht bei dieser Quote. Dicke Reptilienhaut. Beschreibung. Kann gesammelt und verkauft oder gegen andere Gegenstände getauscht werden. 15 ein... Achso, das war das, glaube ich. Das ist ja das, wo ich markiert habe. Dann sind diese ganzen Dinger sind ja echt böse immer. Echsenblut. Gewinnen und kann man flüssig... Sammler von einem Echsenkadaver erhalten. Beschreibung: eine natürliche Ressource, die durch Sammeln erhalten wurde und verwendet werden.